Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin immer noch auf dem Caravansalon. Heute Tag 5. Und jetzt sind wir auf dem Stand von Karmann. Da habe ich mir doch gleich mal ganz in der Frühe, wo noch keiner da ist, den Dexter 4x4 DE 570 AW geschnappt. Ja, ihr seht den Preis hier gleich. 71.940 Euro. Ein Allradfahrzeug. Hier steht er auf 16 Zoll Alufelgen, also nach außen hin nicht groß zu erkennen, dass es ein Allradfahrzeug ist, aber ihr kommt ja fast überall durch, also wir reden hier nicht vom schweren Gelände und wir schauen gleich mal nach hinten hinein. Wir haben hier eine tolle Heckgarage, ja, mit einem Zwischenboden, ihr seht es. Ganz praktisch gemacht. Wir haben hier rechts an der Seite den Gaskasten. Wir haben hier links haben wir den Außenduschenanschluss, also für die Außendusche. Ja, und wir haben hinten haben wir einen Vorhang und können die Fenster nicht verdunkeln, aber wir haben einen Vorhang. Das ist natürlich ebenso gut. Ihr seht, die Scheiben sind verdunkelt. Das macht auch schon viel aus. Da braucht ihr fast gar nicht den Vorhang vorziehen. Ich werde euch mal das Bett ausmessen. Wir haben hier eine Bettenlänge von 1,91 Meter auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite. Da haben wir 2,06 Meter. So, dann gehen wir mal hoch. Wir haben hier, ja, wir müssen hier von der Seite bis zum Fenster messen. Da haben wir 1,80 Meter immerhin. Ja, dann gehen wir mal nach vorne. Ich kann euch ja hier nochmal Klappen zeigen. Da haben wir nämlich noch ordentlich Stauraum. Und kommen wir da ran, ja. Da haben wir die Bordelektronik Elektrik. Und da unten seht ihr die Aufbaubatterie. Ja, von der Seite seht ihr hier den Landstromanschluss, den Truma-Kamin und, na, kann ich euch das zeigen, ist offen. Dahinter verbirgt sich die Kassette für die Toilette und das sieht gut ausgekleidet aus, also wenn da mal was daneben geben sollte, dann kann man das einfach rauswischen. Ja, hier seht ihr noch eine Zusatzsicherung. Ja, wie halt ein Ford aussieht. Jetzt kommen wir von Seite rein. Und da sehen wir vorne gleich den Kühlschrank, den Dometic. Kann man von außen an die Kaltgetränke oder sein eingekauftes reinpacken. Und wenn wir reingehen, von der anderen Seite öffnen. Wir haben hier 230 Volt Steckdose, die schon zerstört ist. Wir haben hier den Trittstufenschalter und wir haben Lichtschalter. Eine Messe ist wie ein Leben von einem Fahrzeug, so muss man sich das mal vorstellen. So viel 1000 Leute kommen hier rein. Ihr seht hier vorne, könnt ihr den Tisch aufbauen, dann könnt ihr euch die Sitze rummachen und dann könnt ihr dort frühstücken oder auch arbeiten. Wir haben hier den Küchenblock. Ich mache das mal hier vorsichtig auf. Ein Zweiflämme. Und hier drunter haben wir das Waschbecken, das eine ordentliche Größe hat. Also passen schon ganz gut die Töpfe rein. So, vorsichtig. Ja, einen schönen Wasserhahn haben wir. Bei dem muss man allerdings aufpassen, wenn er hier steht, dass man nicht oben gegenkommt und eine Überschwemmung verursacht. Hier oben haben wir eine Ablage. Dann haben wir oben Beleuchtung. Und ihr seht, das sind recht große Fächer. Hier haben wir das Bedienteil. Na, das will heute nicht. Und hier haben wir noch weitere Staufächer. Und hier ein ganz großes. Ja, eine Besonderheit. Ihr seht es, ihr habt ja so einen V-Einstieg.
Ihr kommt also ganz bequem in die Einzelbetten hinein und in der Mitte sind sie zusammen. So, hier drunter seht ihr den Lattenrost, den kann man hochnehmen und dann kommt man auch bequem von hier oben ran. Und dann haben wir hier noch die Heizung. So, klappen wir das mal wieder zurück. Ja, ansonsten haben wir hier diesen tollen Kleiderschrank, weil wenn man lange Sachen hat, wenn man zu einer Hochzeit fährt oder so, kann man einfach diesen Boden rausnehmen und dann hängen die Klamotten nach unten durch. Schön gelöst. Und dann sind wir auch schon beim Bad. Ihr seht, das ist eine Lamellentür. So, jetzt suchen wir mal den Lichtschalter. Den finde ich gerade nicht. Aber ihr seht, ihr habt hier eine getrennte Dusche. Sehr schön gemacht. Mal sehen, wie viele Abläufe hier sind. Hier ist ein Ablauf. Ja, dann haben wir noch ein Badfenster mit Verdunkelung und ihr könnt sehen, da könnt ihr ganz bequem duschen. Ja, die Duschwand nehmen wir mal zurück und dann wird es hier oben verriegelt, so wie das. Dann ist die festgemacht und dann seht ihr die Toilette, da könnt ihr auch ganz bequem sitzen, genügend Platz und hier hinter verbirgt sich das Waschbecken. Da oben haben wir noch die Möglichkeit, Badutensilien unterbringen. Hier ist auch mal ein Handtuchhalter. Ja, ein schönes, großes Bad. Finde ich richtig toll. Hier habt ihr dann nochmal einen Spiegel. Und da wird der Tisch eingehängt. So, dann gehen wir nochmal nach außen. Das Fahrzeug hat eine Länge von 5,98 Meter, also unter 6 Metern. Was sehen wir hier noch? Es ist ein 3,5 Tonner. Wir sehen jetzt aber nicht das Gesamtgewicht hier. Das ist immer so ein Fall für sich. Ja, aber ein interessantes Fahrzeug. Ja, was sagt ihr dazu zu diesem Fahrzeug? Ein günstiges Allradfahrzeug? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf der Messe. Bis bald.